Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir heute mit Holz. Holz machen, Holz kommen. Dazu steigen wir mal ein. Und geht gleich los. Ja, ein paar Ballen brauchen wir jetzt für das Sägewerk. Für die Paletten. Das ist leider notwendig. Wir haben jetzt Winter. Winteranfang, das war 3 Tage ab jetzt Winter. Und da kommt der Frühling und bis dahin möchte ich das Sägewerk so weit gestrickt haben, dass das so bald möglich arbeiten kann und lange möglich. Weil gut im Frühjahr könnte man ein bisschen Zeit finden, denke ich mal. Wenn die Aussaat dann der Rest erledigt ist, beziehungsweise noch warten müssen bis zur nächsten Zeit. Aber ansonsten. Im Sommer haben wir eine keine Zeit mehr. Da steht eine die Ernte. All unsere Felder. Ja. Nebenbei noch die Tiere machen und so. Wir warten uns die ersten Kälber jetzt hier im Frühling. Oder jetzt im Winter schon vielleicht, mal sehen. Und dann können wir auch schon Milch verkaufen, ne? Mikrofon dich da ranholen. Ein bisschen lauter ist er dann doch, ne? Zum Glück haben wir noch keinen Schneefall, also sonst hätten wir hier, naja, Probleme oder nicht, ne? Aber dann halt. Die Bäume nicht zu sehen, ne? Und die Baumschuppen auch Pech haben, ne? Einen abholen hier mit dem LKW oder so, ne? Man könnte auch einen Traktor nehmen. Das ist da ein bisschen egal. Ist halt der LKW für die Straße besser und für das Feld ist halt. Ne? Der Traktor besser. Ich hoffe, der Ton passt. Ich hoffe mal auch, das Bild passt, ne? Also Bildqualität. Habt ihr irgendwelche Anregungen, Problemchen, einfach mal melden. Was euch vielleicht nicht auffällt, was euch vielleicht auffällt. Ja. Darf ich die Kommentarfunktion da, mal reinschreiben kann. Ein Kollege schreibt mir an mit YouTube-Freunde an, dann soll man bitte mal erklären, was er damit meint. Freunde ist ja das eine, aber man irgendwelche Rechte vergeben für jemanden, den man überhaupt nicht kennt, ist ein bisschen schwierig. Oder Partner, das muss ja irgendwo auch, mir erklären im Prinzip, wie sie das vorstellt. Natürlich bin ich für jeden Ratschlag dankbar, der kommt. Hinweis. Denn alles kann ich nicht wissen und ne, wird auch nie so sein, denn ist keiner perfekt und mal schauen mal, ne, hinkriegen einigermaßen hier. Ja, bei mir ist jetzt Samstag in Sommer, eine ungewöhnliche Zeit, aber ich bin da ein bisschen durch die Spätschichtprinzip muss ein bisschen anders arbeiten, ne? Also gestern Abend war ich so müde und das macht am Ende auch keinen Spaß, ne? Die Augen mir zufallen und jetzt mache ich halt ein paar Folgen bevor wir das und den Rest am Nachmittag und dann geht es mit Bearbeiten los, was ja auch noch ein bisschen dauert.
Heute Abend mal, mal sehen, noch ein bisschen 72D. Das hatte ich auch noch ein bisschen vor. Da geht's los mit Stromfallen aufbauen und so, ne? Das kommt, da bin ich jetzt bei. Und die nächste Zombie-Nacht, Horde-Nacht wird doch kommen, also jetzt muss ich Gas geben. So, hier geht's weiter mit Holz. Das Sägewerk bestücken, alles. Dann das, was auch wichtig ist. Wasser muss geliefert werden überall. Mal eine Möglichkeit ein bisschen mehr, also die Lager voll machen. Wenn ich Geld hätte, würde ich dafür die Gerätschaften kaufen. Aber die Zeit ist nicht mehr da. Traktor könnte ich ja verwenden vom Hof. Und einen kleinen Wasseranhänger, mal sehen. Mal schauen, weil ich möchte nämlich die Kursplay probieren und dazu reicht ja ein kleiner Traktor aus, der den ganzen Tag fährt. Apropos Arbeit, BGH muss noch aktiviert werden, das ist ganz wichtig. So, da wollen wir ganz kurz rüberspringen. Ja, läuft. Wer weiß wie lange. Mal gucken, Kontrolle machen, ne? Denn da läuft nichts. So, jetzt läuft es. Da müssten wir ein bisschen so steuern, dass wir links aufkriegen, ne? Das war die Ecke hier. Das lenkt sich immer ganz komisch, dieses Teil hier. Dieses Wunder der Technik. Aber ich wollte die Ecke auch weg haben, dann ist es erledigt. Ne? So, gleich in die nächste Ecke. Ist ja nicht viel, bleiben gleich da. Leute. Wo hat denn den Schaden hergekriegt? 2,5% Verschleiß oder was? Jups, ist ja schon so, ne? So, mal sehen, das so ansteuern. Wir können das andere Feld aber ein bisschen, ja, das können wir auch noch ein bisschen ransteuern, also ranfahren. Da wollte ich nicht einsteigen, Anführungszeichen, so. Das lässt sich nämlich noch ein bisschen verschieben. So. Es geht links, rechts. Und mit der rechten Maustaste schiebe ich hier da vorne. Im Grunde wird es verlängert. Die Kuppel noch nicht an. Wir sind nur bei rechts näher, den wir dann, wenn wir nicht mehr gedrückt halten, entsprechend wieder deaktivieren, Kursplay. So, das ist dran, das läuft. Hoffe, geht wohl so weiter. Ja. Dann wir heute Nacht ein bisschen Geld verdienen, ne? Bisschen.
So, sind wir drinne? Im Fahrzeug. Können wir starten, ne? Mal ein bisschen gucken, ob ich Zeit. Mein Timer nicht aktiviert. Dann müssen wir die Fahrt nicht überziehen, also deutlich überziehen. Also ein bisschen ist okay, aber zu viel ist nicht gut. Das soll interessant sein, ne? Und ich hier 5 Stunden raus, Forstfeld, das ist jetzt auch langweilig. In der nächsten Folge müsste ich mal sehen, dass wir dann gleich auf dem Holz fahren. Ja. Kleinscheiße müssen wir auch mitnehmen. Die wachsen leider nicht mehr. Ja, das macht nichts, hier pflanzen aber Öl. Das muss auch noch das Jahr erfolgen. Also jedes Jahr um die 200 Bäume, haben wir so vorgenommen. Lieber ein mehr haben als weniger. Dauert ja eine Weile, ne? Obwohl wir auf der Karte eigentlich die Bilder haben. Ne? Wir müssen ja die Wälder auch kaufen, ne? Also die Bäume, die Bäume, die Fläche müssten wir kaufen. Also den Schlachthof würden wir noch verdienen. Damit wir die Schweine entsprechend da abgeben können und dann später live verkaufen können. Auch deswegen brauchen wir jetzt Paletten noch für den Schlachthof und für die anderen Produktion natürlich auch, dass wir dann zum Start, wenn wir die Rohstoffe da sind, aktuell läuft der Bier noch, aber es wird irgendwann alle sein. Und dann ist das vorbei mit Produktion, ne? Dann reicht das nicht. Ne? Dann müssen wir also ein bisschen die Sache steigern. Ne? Wir sehen uns früher noch ein bisschen Hopf anbauen. Wir haben die Flächen noch frei. Da ist Gras drin, da kommt Mais. Da habe ich ausgesehen Raps. Da ist Gerste, sollte aber nicht anfangen, soll auch Raps sein. Und bei den Grasflächen, da weiß ich noch nicht genau. Also für Hopfen wäre rein theoretisch. Aber das ist ja nun Gras. Und das ist ja jetzt an sich. Zu wenig normalerweise, aber für Silage wird es reichen. Wenn ich die Hopfenfläche anschaue, die Fläche und die Fläche ist 17, 18 weiße Hopfen, dann haben wir insgesamt mehr Hopfen, also mehr als jetzt nachher, ne? Und ansonsten, ja, Weizen, vielleicht können wir noch ein oder anderes Feld noch kaufen, mal sehen. Wenn es Geld reicht, ne? Ansonsten mal sehen, wie wir klarkommen. Ne? Also Hopfen brauchen wir auf jeden Fall noch. Mais, das wollte ich Mais anbauen. Entweder für Körnermais oder für Silage. Mal sehen. Ja, Rüben. Wäre dann keine Fläche mehr frei. Ah, mal sehen. Dann wäre ja sinnvoll, auch eine Zuckerrohr zu machen. Aber da ist zurzeit ja nicht geplant. Naja, vielleicht, ja gut, es könnte ja sein, dass im späteren Verlauf, wenn die Fleischproduktion das erste Mal Geld abwirft, dass man da sagen könnte, okay, es reicht doch für den Feldkauf für Rüben, wo Rüben drauf sind. Wir werden ja auch ziemlich spät eingepflanzt. Ja, mal sehen. Ne? Es ist noch nicht ganz raus, wann ich das mache und wo und wie. Und mal sehen. Mehr Felder sind mit dem Ziel, weil wir brauchen ja mehr Früchte. Wir brauchen mehr. Ne? Ja, mehr. Mehr Moos. Weil das ist die Voraussetzung dafür, dass wir nachher ja, noch mehr produzieren können. Ja, die Brücke wollte ich noch machen, aber dann muss ich jetzt sagen, brauchen wir auch Geld für. Ne? Also wie gesagt, Kieswerk, dann brauchen wir Zementwerk und ja. Stahl muss dann gekauft werden. Ja, das ist dann halt, ne? Muss gekauft werden. Also brauchen wir halt entsprechend Geld, also heißt verdienen. Aber wie gesagt, ohne Stress, ohne Hektik, Lenkrad nur mitstellen,
das wird schon wert. Also, das geht doch ruhig in den Punkt. Also, jetzt haben wir 12.40 Uhr. Wir werden normale Zeit weiterspielen. Tagsüber. Später. Schauen wir mal. Aber nachts können wir durchaus 60 spielen. Nachts ist ja zeitmäßig sehr lang im Winter. Ne? Es wird ja nicht viel dunkel. Und lange dunkel, und da ist ja die Zeit, wo wir halt zügig vorankommen werden, wollen und müssen, weil nachts ist im Dunkeln nicht so gut zum Arbeiten. Ja, im Frühjahr die Felder bestellen, aber wie gesagt, macht der Kurzblick hier alleine. Dann muss ich nur entsprechend hinfahren. Ne? Gut, dann muss ich mir auch Autoreifen mal wieder beschäftigen und das einfahren ein bisschen, teilweise. Ja, aber gut. Ich glaube, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Gerade Temperatur von so leise wenig. Na, jetzt geht's hoch. Ach, die Umdrehungshalle ist das, okay. Ja, so, so ist der Rechner nicht ausgelastet. Ne, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, ich fahre ja auch mit Höchstleistung. Möglichst schöne Bilder machen, ne? Ich habe mir nur noch einen neuen Monitor bestellt. Wahrscheinlich ein Liebetermin am 4. März. Und dann muss ich mal rausfinden, wie das funktioniert. Mit der anderen SPS-Anzahl, ob das verschlechtern würde, ne? Also die Bildqualität. Ich glaube, was einstellen muss und dass es entsprechend gut dargestellt wird, ne? Schau mal, ne? Aber wie gesagt, das ist nicht so eilig, das ist nächste Woche Donnerstag, theoretisch Freitag von der Post holen. Stand heute. Und dann mal sehen, dann muss ich nur sehen, dass ich das lieber erst aufnehme und dann teste oder umgekehrt. Ne? So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein für die erste Folge am Samstag, für euch am Dienstag. Dann seid mal tschüss und wie gewinnt ihr? Ciao. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Dankeschön fürs Reinschauen. Auch Dank dafür fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Wer es macht, immer gerne. Und wer es nicht macht, ist auch okay. Dann nochmal tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.